Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir etwas nach. Ja, wir machen nicht wirklich was nach. Ich fange mal anders an. Mit einer kleinen Geschichte. Und an Stellen, wo ihr denkt, oh Gott, wie kann man nur? Dürft ihr gerne laut sagen, oh Gott, wie kann man nur? Ich war Samstag bei IKEA. Oh Gott, wie kann man nur? Und ich habe auch wirklich was gekauft und musste mich entsprechend auch an die lange Kasse stellen. Oh Gott, wie kann man nur? Genau, wie kann man nur? Und dann hatte ich Hunger. Und hinter den Kassen gibt es immer diese Snack-Areas. Und, oder eine Snack-Area. Und da gibt es auch das Pulled Lachs-Wrap. Und das habe ich probiert. Und das fand ich tendenziell ganz geil. Mir hat nur was gefehlt. Oder es war bei mir nicht drauf. Die Honig-Senf-Soße. Vielleicht spielt mein Kopf da oben auch ein bisschen verrückt, dass er bei Lachs immer an diese geile Honig-Senf-Soße denken muss. Oh Gott, wie kann man nur? Also, selber machen. Pulled Lachs Wrap mit Honig-Senf-Soße. Da hinten, da unten bei mir in der Küche. Für unseren Lachs Wrap brauchen wir, das sieht jetzt erstmal relativ viel aus, ist aber gar nicht so viel. In allererster Linie brauchen wir ein gutes Stück Lachs. Gerade frisch geholt vom Markt. Ach, 200 Gramm Lachsfilet. Auf der Haut noch gelassen, aber hier, da die Haut. Aber schon entgrätet. Perfekt. Heißt es überhaupt entgrätet? Also ohne Gräten. So, was brauchen wir noch? Natürlich Wraps. Habe ich hier schöne Weizen-Wraps. Wir haben hier einen Naturfrischkäse. Marke ist völlig egal. Wir haben hier Honig, wir haben hier Senf, wir haben hier Salz. Und ich habe mir hier so eine bunte Salatmischung geholt. Warum schnibbelt der Mann jetzt nicht mehr selber Salat? Ganz einfach. Da ist alles drin, was ich haben möchte. Ne? Eisbergsalat, Endiviensalat, Weißkohl, Karotten, ein bisschen Radicchio. Wenn man jetzt ein oder zwei Wraps macht, dann muss man nicht alles kaufen. Dann kauft man es auch schon mal fertig. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ja, und außerdem haben wir hier noch Petersilie. Gefriergetrocknet. Kann man natürlich auch frisch kaufen. Ist aber so, wenn man sie so in homöopathischen Dosen braucht, aus der TK auch nichts Schlimmes. So, auf geht's. Wir haben uns echt nicht um viel zu kümmern. Nur um den Lachs und die Soße quasi. Da ist der Lachs und der kriegt jetzt nur so ein bisschen Salz ab. Das reicht schon, uns zur Seite stellen und warten, bis der Ofen fertig ist. Die Zeit nutzen wir, um eine Kummel hier hinzustellen. Und jetzt ein Esslöffel, zwei Esslöffel Senf, zwei Esslöffel Honig, einer, zwei. So, jetzt kratzen wir uns den Honig von hier ein bisschen runter. Perfekt. Und unsere Kräuter rein. So. Ein bisschen nachhelfen hier. Super. Umrühren. Und man wundert sich, fertig ist unsere Honig-Senf-Soße. Für unseren Lachs. An Vorbereitung war das jetzt wirklich nicht viel, oder? Soße. Der Ofen ist an. 80 Grad und nicht mehr. Der Lachs geht rein für 20 Minuten. Auch nicht mehr. Und genau nach 20 Minuten raus damit. Da ist er, der Lachs. Und so ein ganz bisschen sieht man das hier, dass das Eiweiß hier ausgetreten ist. Das heißt, der Fisch ist durch. Er sollte aber noch glasig sein und vor allen Dingen zerzupfen wir ihn jetzt. Wir pullen ihn jetzt. Und das sollte eigentlich ganz einfach gehen. Ihr seht hier, oh perfekt, der geht so runter von der Haut hier. Das ist kein Hexenwerk. Bäm, bäm, schön klein machen. Und dann ist hier unten die Haut, die könnt ihr dann so, na, da ist sie. Da, seht ihr? Schön einzeln. Da. Die holen wir jetzt raus. Die könnte ein bisschen festkleben. Nee, tut sie gar nicht. Super. So, die entfernen wir eben. So. Hier ist noch ein bisschen was davon. Die kommt auch weg. Perfekt. Und jetzt können wir den Rest schön zerdrücken. Das geht, also ihr seht ja, das ist butterweich.
Wrap machen. Pulled Lachs. Geil, oder? Da liegt er, der Wrap. Und hier jetzt ein bisschen Frischkäse. So ein Esslöffelchen. Und dann einfach mal so ein bisschen Frischkäse hier reinschmieren. Nicht an den Rändern, aber so über den ganzen Wrap verteilt. Ach, geil. Der bringt so eine schöne Frische mit und eine gewisse Fettigkeit. Super. So. Jetzt den Salat strategisch hier zum Anfang einlegen. Sehr schön. Jetzt was vom Lachs darauf geben. So. Mega. Zum Schluss etwas von der Soße. Nicht zu viel, soll ja nach Lachs schmecken und nicht nach Senf und Honig. Jetzt Wrap wickeln. Die beiden Seiten einklappen, mit Schwung einmal rüber, zusammendrücken, rollen, 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 rollen. Wrap. Da, für euch aufgeschnitten und hingelegt. Also hingelegt, dann aufgeschnitten. Seht ihr das? Salat, Soße, Lachs, Wrap. Ich komm noch mal hier. Da sind sie. Oh, da, in nah. Ei, ei, ei. So lecker. So einfach zu machen. Und so gesund. Mahlzeit. Aber diese Kombi aus Lachs, Frischkäse, Honig-Senf-Soße, Salat ist so geil. Ach, und ihr habt gesehen, es ist so schnell zu machen. Und kleckern tut's auch. Müsst ihr nachmachen. Viel sauer Marke vom ehrlichen Essen. Bisschen mehr samstags bei Ikea, vielleicht. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Wie fange ich am besten an? Mit einer kleinen Geschichte. Mit einer kleinen Geschichte, wo man ab und zu zwischen nochmal doof. Mann. Aber ich fand das verbesserungswürdig. Lecker, aber ich hätte was anders gemacht. Mir fehlte diese Honig-Senf-Soße. Und deswegen mache ich jetzt eine Version mit euch zusammen. Pulled Lachs im Wrap. Wieso denn schon den? Also nochmal, wir machen jetzt Pulled Lachs im Wrap mit Honig-Senf-Soße. Mit Honig-Senf-Soße. Mann, mein Normal, das war alles doof. Tag der, aua. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Ich möchte heute mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und zwar an manchen Stellen, beim 17. Versuch gefühlt. Hol jetzt das ehrliche Essen für deine Küche. 6 geile Gewürze im praktischen Streuer oder als günstige Probierpakete. Jetzt bei Amazon und Royal Spice. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.